Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic mit mir, dem Endking. In dieser Folge wollten wir uns eigentlich in die Schattenlande begeben, nur hatte ich erstmal eine Idee jetzt gerade und ich dachte mir, ich informiere euch erstmal für die Star Wars Gucker, die es vielleicht gar nicht bemerkt haben. Ich habe gestern Abend noch meinen ersten Dead Space 2 Silverette Part hochgeladen mit meiner Fratze unten rechts, haha. Und ja, fände ich super, wenn ihr da nochmal drauf gehen könntet. Ich kann den leider nicht verlinken, weil wenn der Part hier oben ist, ich wahrscheinlich schon weg bin, weil ich morgen Schuhe kaufen bin. Das dauert ein bisschen, ja. Ich habe meine Füße sind haben hohe Ansprüche. Und ja, ich wollte euch nur darauf hinweisen und wie der Plan jetzt ablaufen wird, beziehungsweise wie der Upload-Plan ist. Und zwar wird sich jetzt abgewechselt mit Dead Space. Also das heißt, einen Tag Dragon Age Dragon Age Dead Space, dann Star Wars Dragon Age, dann wieder Dragon Age. Dead Space, ja, ganz genau, so. Ob ich jetzt das doch nochmal umändern werde, dass Dragon Age immer zuerst kommt, weiß ich noch nicht ganz genau. Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, würde ich dann erstmal hier in das komische Haus gehen, denn wir waren ja hier beim Häuptling und der hat uns gesagt, wir nehmen Zalbar gefangen und dann gehst du runter und meuchelst in diesen abtrünnigen Wookie. Und habe ich auf der Karte geguckt, dann ist hier einer ein Hüter der Gesetze. Da wollte ich erstmal rein und schauen, was hier abgeht. Wortsnors Hütte. Hallo, Wortsnor. Könnte ich euch ein paar Fragen stellen? Ich gehöre nicht zu den Sklavenhändlern. Oh, Scheiße. Also anscheinend vermisst er irgendeinen Wookie. Ich habe gerade aus Versehen drauf geklickt. Warum findet ihr das seltsam? Ah, Scheiße, das habe ich schon wieder weggeklickt. Verdammt nochmal. Ich würde ihn suchen, aber ich weiß nicht wo. Die Tage, als ich unten im Wald jagte, sind lange vorbei. Ich könnte nach ihm suchen. Alles klar, ich werde jetzt gehen. Möge Bakka dich behüten, okay? Ja, interessant. Dann hat er auch noch hier irgendeinen Typen da, den er vermisst. Und der vermutlich in den Schattenlanden verloren gegangen ist. Anscheinend sind die Schattenlanden sehr gefährlich. Und da wollen wir uns reinwagen? Naja, ich weiß nicht ganz genau. Ja, natürlich müssen wir natürlich. Denn, naja, das kriegen wir Zalbar nicht hier weg. Oder wir müssen Zalbar einfach hier lassen. Und woanders weitermachen. Ja, klar, können wir machen. Kein Problem. Wir werden schon so einen Flohteppich bei sich im Raumschiff haben, oder? Eieiei. Aha, ja, gut. Ich wollte eh mit Basila reden. Wunderschön. Sie hat etwas auf dem Herzen, also reden wir mal mit ihr. Wie kann ich helfen? Nein, wie kann ich euch helfen? Wollt ihr etwas wissen? Bin ich so leicht zu durchschauen? Nun ja, bei unserer Verbindung kein Wunder. Ich würde euch gern etwas fragen, wenn ich darf. Ja, sicher. Ich habe euch beobachtet. Ihr seid ein Diener des Lichts, folgt den Regeln des Jedi-Ordens und widersteht euren dunklen Emotionen. Und das bei der kurzen Ausbildung. Für mich war das immer ein einziger Kampf. Habt ihr denn überhaupt keine Probleme damit? Bei euch sieht alles so einfach aus. Oder ist das nur eine Illusion? Ha, ich tue einfach, was ich für richtig halte. Und das reicht schon? Wenn es für mich doch auch nur so einfach wäre. Wenn der richtige Pfad doch immer klar und deutlich vor mir läge. Ich musste immer hart arbeiten, um meine Emotionen zu kontrollieren. Ich bin leicht reizbar, fühle mich schnell angegriffen. Meine Lehrer haben mich immer dafür getadelt. Ich habe schon oft davon geträumt, Darth Malak selbst herauszufordern. Meine ganze Macht einzusetzen, um ihn ein für alle Mal auszuschalten und all der Zerstörung ein Ende zu bereiten. Wenn ich über das Unheil nachdenke, das die Sith heraufbeschworen haben, werde ich fuchsteufelswild. Das ist so ungerecht. Und doch sagt man uns, dies sei der Weg zur dunklen Seite. Ha.
Wollt ihr damit sagen, ihr glaubt nicht an die Beeinflussung durch die dunkle Seite? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es ja verführerisch, die Macht, die ich gegen Darth Malak einsetzen müsste, weiter zu benutzen. Vielleicht würde ich selbst zu dem Monster, das ich eigentlich vernichten wollte. Der Gedanke, dass ich genauso schreckenerregend werden könnte wie Malak. Ich kann es bloß nicht ergründen. Es scheint unmöglich. Wie könnte ich... Nein, halt. Es tut mir leid. Ich sollte euch das nicht einmal fragen. Die Jedi-Regeln sind klar. Wie könnte ich sie da in Frage stellen? Und wie könnte ich darüber hinaus wollen, dass ihr sie in Frage stellt? Was wolltet ihr denn fragen? Dies sind gefährliche Gedanken. Die Schwäche eines eitlen Geistes. Bitte vergesst, dass ich überhaupt davon angefangen habe. Kehren wir zu unserer Mission zurück. Nein! Jetzt will ich aber wissen, was du meintest. Verdammt nochmal! Wo ist Basila? Basila zweifelt an ihren Fähigkeiten als Jedi. Hoffentlich wirkt sich dies nicht negativ auf die Mission aus. Oder führt sie zur dunklen Seite der Macht. Scheiße, was meintest du denn? Wie kann ich helfen? Ach, kacke, ey. Dann schlage ich... Du bist echt so dreckig, Basila. Ich glaube, wir müssen dich noch ein bisschen hier rumführen. Okay, Basila kommt nicht mehr aus unserer Gruppe, bis ich herausgefunden habe, was sie jetzt von mir wollte. Verdammt. Ihr dreckigen Muckis, jetzt muss ich euch etwas abklauen. Abzocken, jawohl. Ja. Okay, wir sehen uns dann einfach bei der großen Promenade wieder, wo wir dann in die Schattenlanden gehen können, ne? Bis gleich. Ey, dein Boss hat gesagt, wir können ja durch. Klar, so, dann... Ach, geh doch mal vorbei, Bastila. So, dann auf zum... Ach nein. Oh, hier sind auch noch Gegner. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das für ein Wachposten? Lässt einfach Monster hinter sich her krabbeln, ey. Bah. Das ist echt der schlechteste Wächter, den ich hier gesehen habe. Oder der schlechteste Außenposten. Flap, nein, komm, greif an. Greif doch an. Ich muss draufklicken können. Die bewegen sich aber die ganze Zeit. Jetzt aber. Flap. Jawohl. Wie war das? Flap, flap, flap. Ey, die geben ja nur 25 Erfahrungspunkte, ist ja langweilig. Oh. Oh. Aber was mir gerade noch einfällt, wir sollten ja irgendwelche Tech-Drüsen für Griff holen. Ich frage mich gerade, wo wir die herbekommen. Ja. Tech-Drüse, keine Ahnung. Vielleicht auf Kastil, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo er gesagt hat, dass man die kriegt. Naja, vielleicht treffen wir hier auf irgendwelche Tech oder so, keine Ahnung. Oh, entschuldigt, aber ich bin noch ein bisschen erkältet. So, dann kriegt der erstmal einen derben Machtsprung in die Fresse. Jawohl, flap, flap, flap. Na komm jetzt, ja, angreifen, angreifen, angreifen. Aber die Kombo aus grün, ich meine, ja, doch grün und gelb ist einfach so geil. Die sieht nicht nur sexy aus, sondern die schlitzt noch gleichzeitig alles sexy auf. Total geil. Oder wir, ja genau, wir reißen alles total auf damit. Was geht denn da ab? Helft ihnen! Schnell! Greift doch an! Auch wenn die wirklich ein bisschen kacke sind, müssen wir ihnen helfen, ne? So muss das hier laufen. Und los, den letzten noch! Alter, wird's aufs Maul? ich möchte euch nichts Böses. Alter. Nur ein paar Fragen. Ich meine das gut mit euch. Kennt ihr einen verrückten Wookie in den Schattenlanden? Alter, da ist irgendwer unten? Also Mensch, wie lange ist der schon dort unten? Was haltet ihr von Chunda? Ja.
Wie wird sich Bakka entscheiden? Was soll das bedeuten? Aha. Könnte ein blutsverwandter Chunda herausfordern. Ja, Mad Claw, ne? ja, ich suche eine alte Sternenkarte. Habt ihr sie gesehen? Er hat das Maul. Pisser, ey. Sag mir noch nicht mal, wo die Sternenkarte ist, ey. Was ist das für ein Assi? Ich frage ganz nett, hilft denen da noch? Ah, ja. Hier, habt die Kinder das für dich gemeuchelt? Weil ihr sonst auch nicht durchgeprügelt worden wäret. Und dann... Ach, piss dich, Alter. Ich vertraue dir nicht. Dafür klaue ich euch erstmal hier den Plastikzylinder. Ja. So hast du davon. Gowoken. Ey, der ist... Ach, der ist so beknackt, ey. Der ist hier durch die Äste geschlüpft, ne? Hat er eben erzählt. Oder drüber geklettert. Wie kann ich helfen? Oh, ich will auch nicht mit dir reden. Dann schlage... Fühl dich nicht immer angesprochen, Bastila. Okay. Sperrt das Ding einfach auf und lasst mich nach unten. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Waldboden von Kajik, wo... Wow! Oh. Wo nicht viele Leute... Ja, die Begegnung mit dem Waldboden überleben. Ah. Wir hauen das mal ab, der sieht ein bisschen aggressiv aus, er hat auch sein Schwert gezückt. Falls irgendwelche Tiere ankommen und ihn poppen wollen. Ah, was ist das für Viecher? Tech! Ach, Tech! Ja! Ich brauche Tech-Drüsen! Leiche? Was ist das denn? Ach du Scheiße! Mega heftig! Was sind das für Viecher? Schnell, mach die Viecher platt! Aber flott hier! Ich will so eine Kette haben! Na los! Greif doch an, Junge! Oh. Boah, heftig! Die geben 500 und 200 Erfahrungspunkte. Das ist ja mal mega geil. Leiche. Hat die Leiche vielleicht eine Tech-Düse dabei? Zabrak... Tüstal Mark und Krath Zwillingsschwerter? Ja, geil. Ich glaube, die schaue ich mir mal erstmal an. Wie wäre es denn, wenn Krath sich dieses Mal anguckt? Zabrak Tüstal Mark 3. Aha, der macht, glaube ich, ultra mehr Schaden. Oh ja, auf jeden Fall. Den kann er sich mal gönnen. Jawohl. Sieht das auch schnieke aus? Oh, golden. Jawohl. Ja. Eine goldene Pistol. So, Tech, komm her. Da hinten sitzt du noch. Und da hinten ist auch noch einer. Ein Jedi. Ah, ständig diese verdammten Kämpfe. Pass auf. Im Unterholz verstecken sich noch mehr dieser Biester. Aha, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich bin Jolie. Jolie Bindo. Komm mit in mein Lager. Dort können wir reden. Das werde ich. Aber erklärt mir, was ihr hier macht. Oder nee, ihr setzt ein Laserschwert im Kampf ein. Seid ihr ein Jedi? Und wenn schon. Ich bin ein alter Mann. Ich weiß ein paar Dinge, aber darüber können wir in meinem Lager reden. Bleibt hier. Es ist hier in der Nähe unter einem Baum. Tja, ich lebe wie ein Maulwurf. Ich habe gegen die Sith gekämpft. Und das ist aus mir geworden. Okay, komischer alter Kauz. Aber ich will erstmal einen Tech-Drüse haben hier. Für Griff, los! Zeigt euch, ihr dreckigen, komischen, kleinen Viecher, ihr Tech-Tiger.
Da hinten. Bleibt stehen! Ich krieg euch ja doch. Komm her, du! Ich will doch nur eine von euch. Ach, das sind Affen. Ach, das sind Affen. Jetzt kapiere ich das. Anscheinend kann ich hier nicht meucheln. Scheiße. Aber die Leichen kann ich schänden. Haha, Zabrak. Kampfanzug. Zabrak, Kampfanzug. Wo, Zabrak, wo habe ich nochmal Zabrak gehört? Keine Ahnung. Wäre was für dich? Kars, Zabrak, Kampfanzug. Nein, leider nicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Ja? Da hinten sind noch mehr Tech. Ich glaube, man kann hier irgendwie eine Falle aufstellen für die Viecher. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Oder wir gehen einfach mal hier nach Julies Haus. Ah, da hinten ist es doch. Oder wir meucheln erstmal noch da hinten die paar Viecher. Obwohl ich da jetzt gerade nicht so viel Bock habe. Also gehen wir erstmal zu Julie. Ein Haus zu finden, was das für ein Depp ist. Oder was für ein Einsiedler das ist. So, ein Eingang ist ja der. Ach ja, genau. Da muss man hier rumgehen. Stimmt ja. So, der ist da. Hi, alles klar? Hast du die gleichen Klamotten an wie ich? Bist du ein Fan von mir? So, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Mach's dir bequem. Wir haben einiges zu besprechen. Oh yes. Ja, ich schätze. Ja, ich schätze, dass ihr mir eine Menge erzählen könnt. Schmeichle mir nicht, ich bin nicht dein Meister. Ich bin nur ein alter Jedi, der schon zu lange in den Wäldern lebt. Meine ruhmreichen Tage sind Vergangenheit, aber... Vielleicht kann ich dir helfen. Du hast doch sicher Fragen. Ich möchte mehr über euch wissen. Ah, was soll ich dazu sagen? Jolie Bindo ist ein verrückter alter Mann in den gefährlichen Wäldern. Das reicht mir. Laserschwert im Kampf ein. Ihr seid ein Jedi. Ja, und? Muss ich nur, weil ich ein Jedi bin, spannende Geschichten über die guten alten Zeiten erzählen? Warum sollte ich andere mit Geschichten aus den guten alten Zeiten langweilen? Ich habe beide Seiten der Macht erlebt. Und ehrlich gesagt machen mir beide Extreme Angst. Natürlich fühle ich, dass sich die Dinge verändern. Die Macht ist stark in euch, alter Mann. Das fühle ich. Und ich fühle, dass ihr der dunklen Seite widersteht. Ihr seid ein Diener des Lichts, egal was ihr behauptet. Keine Sorge. Meine Welt ist eher grau als schwarz oder weiß. Ich bin nichts weiter als ein störrischer alter Mann. Aha, interessante Ansichtsweise. Ja, ich bewundere schon immer, die grauen Jedi, so nennen sie sich, wie er jetzt hier. Er ist nicht vollkommen der lichten Seite zugewandt, aber auch nicht der dunklen Seite. Also, sind eigentlich die normalen Typen, nicht so diese Kleriker-Typen, die so wie Pastoren reden, so. Oh, die Macht ist mit euch. Macht mit euch ist ja bekannter Gruß, aber trotzdem. Ihr dürft das nicht, ihr dürft dies nicht, ihr dürft nicht poppen, ihr dürft nicht küssen und so weiter und so fort. Und diesen Scheiß, den haben die grauen Jedi nicht. Das ist einfach viel geiler, beziehungsweise ihre Ansichtsweise ist einfach viel geiler. Und genau genommen würde ich auch so einer sein, wenn das hier möglich wäre. Aber man kann sich ja eher nur der dunklen Seite oder der hellen Seite hier zuwenden. Ja, ich habe einige Fragen. Gut, aber fasse dich kurz. Nein, ich brauche mehr Informationen über die Schwierigkeiten auf Kashyyyk. Ja, unter den Wookies. Faszinierende Kreaturen. Es gefällt mir, dass sie nichts für Bürokraten übrig haben. Aber natürlich gibt es auch hier verborgene Dinge, die alle Geschicke lenken. Was wisst ihr über Shundar? Seine Ernennung war ein kluger Schachzug der Chaka Corporation. Er zerstört die Wookiee-Kultur und schleppt die ardroxianische Grippe ein. Arbeitest du für oder gegen ihn? Eine interessante Frage. Ich bin wirklich gespannt. Eigentlich arbeite ich gegen ihn, weil er meinen Kumpel gekidnappt hat, beziehungsweise meinen Diener. Oh, mein Diener, haha. Ihr habt keinen Vorschlag zu machen? Doch, sicher. Wie wär's damit? Denk selber nach. Politik interessiert mich nicht. Ich lasse die Leute lieber selbst entscheiden. Die Wookies haben verschiedene Erlösungslegenden, aber im Moment sind sie treue Gefolgsleute. Das ist ihr Wunsch. Okay, nun aber zu einer anderen Frage. Habt ihr einen verrückten Wookie in den Shuttle landen gesehen? Er ist verrückt vor Schmerz, aber nicht wahnsinnig. Er lebt in den unteren Wäldern. Nur ein Wookie kann ihm dorthin folgen. Natürlich gibt es noch einige andere Hindernisse.
Zum Beispiel eine Barriere, die... darüber reden wir später. Eine Barriere? Okay. Ich habe einige andere Fragen. Gut, aber fasse dich kurz. Nein. Ihr wisst ja etwas über Sternenkarten, ja. Warum fragst du mich das, hm? Sag nichts. Ich wusste, dass du nur deshalb hier bist. Die Jedi kümmern sich für gewöhnlich nicht um die Probleme der Wookies. Nein, du bist wegen der Karte hier. Wenn ihr über Informationen verfügt, teilt sie bitte mit mir. Kashyyyk ist ein interessanter Ort, auch wenn es nicht den Anschein macht. Wenn das die Charka Corporation wüsste, wäre der Planet längst eine Mine. Es gibt eine Legende, dass die Wookies nicht immer hier waren. Aber es ist mehr als das. Die Bäume selbst sind Fremde. Was? Das verstehe ich nicht. Könnt ihr das genauer erklären? Ich will dir erklären, dass sie buchstäblich Mauern sind, die dir den Weg versperren. Ohne meine Hilfe kommst du nicht weit. Und meine Hilfe hat ihren Preis. Du musst mir einen Gefallen tun. Anschließend komme ich mit dir und räume ein paar Hindernisse aus dem Weg. Tja, es wäre mir eine Ehre, jemandem zu helfen, der so erfahren ist wie ihr. Spar dir das. Ich weiß, das klingt absurd, aber ich bin alt und will dir ein bisschen helfen. Abgesehen davon ist der Test ziemlich einfach. Ich hatte meine Ruhe, seit diese Charka-Bastarde in die Schattenlande eingedrungen sind. Bis vor kurzem. Einige Wilderer haben ganz in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen. Ich will, dass sie von hier verschwinden. Okay, und wo sind sie und um wie viele Männer handelt es sich? Sie sind nordöstlich von hier. Soweit ich weiß, sind sie normalerweise zu fünft. Ihr Anführer ist der Allerschlimmste. Der Kerl hat meinen Garten verwüstet. Unglaublich. Ach du Scheiße, jemand das Garten zu verwüsten ist echt eine Todsünde. Warum möchtet ihr euch mir anschließen? Du hast doch sicher ein Schiff. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Reicht das nicht? Ich will hier weg. Vielleicht erfahre ich durch dich etwas Neues. Man kann nie wissen. Aha, okay, coole Sache. Warum verjagt ihr sie nicht einfach selbst? Spar dir deine vorlauten Fragen, Kind. Diese Kerle kennen mich ziemlich gut. Wenn ich auftauche, sind sie gewarnt. Ich könnte sie nur gewaltsam vertreiben. Und das hätte unter Umständen schlimme Folgen für die Wookies. Ich will, dass sie verschwinden. Ohne großes Aufsehen. Sie haben hier schon genug angerichtet. Ah, ja gut. Ich werde mich darum kümmern. Gut. Bis später. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Jawohl, bin ich auch. So nordöstlich meinte er, also müssten wir hier lang gehen. Ja, da sind auch schon diese komischen Viecher da, die wir eben auch schon gebettelt haben. Auf geht's! Ja los, auf geht's! Das wollte ich gerade auch sagen. Ja. Wie war das? Wie wär's denn, wenn ich jetzt mal hier meinen schönen verbesserten Unterschwertwurf einsetze? Geht das gerade? Jawohl, jetzt. Nochmal! Wie war das? Schade nicht, schade. Er macht schon derbe Schaden, das ist schon das Geilste daran. Und es sieht auch noch cool aus, ja. So. Nordöstlich. Hier ist ja gar keiner. Aber ein Tech, aha. Dich kriege ich. Schade, dass ich die irgendwie doch nicht kriegen kann. So, hier hängt eine Liane. Ach, hier hängen überall Lianen. Toll. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Nein. Was soll der Scheiß? Tun? Ja, dich mal bewegen. So. Dann müssen wir wohl ein bisschen anders gehen. Nordöstlich, da geht es, glaube ich, nicht weiter. Oder irgendwo geht es nicht weiter. Ich weiß nicht mal ganz genau. Ich glaube, wenn wir da lang gehen, da geht es irgendwo nicht weiter. Zerstörter Droide. Oho. Das denn hier? Fehlfunktion. Meine primären Motivatoren sind Funktionsuntü. Fehler. Wiedergabe. Ursache der Fehlfunktion. Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier unten Ersatzteile gibt. Vielleicht findet Metten mit seinen Sensoren was. Wiedergabe. Wenn er wieder da ist, werden wir... Warte. Ich empfange was. Oh, es ist Eli. Gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wiedergabe. Eli, was zur... Ich hab dir dein Geld gegeben, du hinterhältige Ratte. Wir hatten eine Abmachung. Blastergeräusche. was ist passiert?
Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier... Wiedergabe. Ja, toll. Ihr seid nicht in der Lage zu reden. Lebt wohl. Nein, ich verschotte dich und nehme mit, was ich tragen kann. Primärsystem wird beendet. Fehler. Eine elektrische Entladung durchzuckt die übrigen Teile. Bäm! Jawohl, wir haben einen Druidenkopf dazu bekommen. Cool. Ich weiß gerade nicht, wozu das jetzt hier... Fähig ist im beschädigten Speicher... Ach hier, ein des defekten Druiden aus den Schattenlanden ist das gewaltsame Ende seiner Kameraden gespeichert. Hindert gelockt von Eli, dem Händler, den du am Landungsring getroffen hast. Aha. Offensichtlich hatten die Männer ihre Schulden längst bezahlt. Eli ist also ein Lügner. Du hast den Kopf des Druiden mitgenommen, da sich Matten sicher sehr dafür interessieren wird. Jawohl. Das können wir mal machen. So, und ich glaube, hier ist dann die Barriere. Oder? Oder? Ja, ich glaube, da hinten ist die Barriere. So, Leiche können wir auch noch eben durchsuchen. Flupp. Deswegen gehen wir da nicht weiter. Also, ich glaube, dass es da die Barriere ist. Also, ich bin mir aber ziemlich sicher. So, hier müsste es aber weitergehen. Oder auch nicht. Ach, verdammt. Mann, was sind denn diese verdammten Jäger hier? Ja, die Schattenlanden sind sehr weitläufig. Spring doch einfach hin, mein Junge. Nein, ach Mann. Ist ja scheiße. Katan, los, mach das Vieh fertig. Na los. Jawohl, wenigstens keine großen Ader hinterlassen, Vulkan-Katan. Diese Vulkan-Katan, die geben, glaube ich, 500 Erfahrungspunkte. Ist mega heftig. Aha, ich will es nicht, ich bin eine Ballerina. So, wenige 200. Aber irgendein Vieh hat doch 500 gebracht. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welches das war. Nein, Laserschwertwurf. Los, schnell, Laserschwertwurf. Nochmal, los. Oh, tot. Ah, bewusstlos, toll. Was kann man denn nur mit dir anfangen, ey? Unglaublich, Bastila. Dass du hier einfach abziehst. Geht gar nicht klar. Auf den Mädel, die Schlafenzeit. Aber Levelaufstieg, jawohl. Hier bin ich, jawohl. Ich weiß doch, dass du da bist. So, was macht die jetzt hier? Die kriegt ein bisschen mehr Weisheit, ja. Obisol mehr Bewusstsein und Heilen, ja. Talente. Macht Immunität Lähmung, Meistersinne. Hört sich geil an. So, was kann sie denn noch so lernen? Sie kann besseren Umgang mit Laserschwertern kriegen, ja. Oder. Ja, wieso eigentlich nicht mit Laserschwertern besser umgehen? Oder hier so eine Fähigkeit wie Unruhe ein bisschen verbessern? Ja, dazu können wir doch auf jeden Fall machen. Oder was würde uns empfohlen? Ja, Jedi-Verteidigung, Verbesserung. Wo ist denn Jedi-Verteidigung? Plus 3 Bonus auf die Abwehr von Blaster geschossen. Ach du Scheiße, wen interessiert denn so ein Scheiß? Mehr Unruhe, jawohl. Und Kräfte, was wird da empfohlen? Heilen, oh, besseres Heilen. Cool, jawohl. Da freue ich mich doch drauf. Dann heil mal hier los. Schwupps. Klar. Die halt jetzt wie so ein Meister, ey. Was haben wir denn hier? Leiche, ein paar Credits, ja. Uninteressant, noch eine Leiche. Aber ein paar Tech. Und ich will die Drüsen von denen haben. Verdammte Scheiße, gib mir eure Drüsen. Ich muss Griff wieder auf die Beine helfen. Mit Mission ihn wieder lieben kann und so weiter. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mit Mission ihm verzeihen kann, damit er doch noch was aus sich machen kann und damit ich froh sein kann und damit ich lächeln kann und damit Mission lächeln kann und dann alle lächeln können und dann alle glücklich sind. Oh, wunderschön. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Da müssen wir uns dran halten. Deswegen, hi Jolie, gehen wir ein bisschen weiter. Ja. Was mir einfällt, ja, es gibt hier noch derbe was zu battlen. Aber ich schau mal ganz kurz, wie lange ich schon mal aufnehmen bin. Aha, ich habe schon fast gedacht. Ich werde hier erstmal die Folge beenden. Bin der Elking, wir spielen Star Wars Knights of the Old Republic. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, drückt auf Gefällt mir. In der nächsten Folge werden wir uns dann weiter in die Schattenlande begeben, wo wir hier auf die Jäger treffen werden und noch ein paar Wookies wahrscheinlich. Oder einem oder zwei. Einem? Wir wissen von einem, aber ja, ich weiß nicht gerade. Weiß ich gerade überhaupt nicht mehr. Scheiße. Ja gut. Und ansonsten freut euch dann morgen auf Dead Space 2. Und wenn euch den gestrigen Part gefallen hat, wenn ihr den nicht geguckt habt, wenn ihr den verpasst habt, ja genau, dann könnt ihr da nochmal auf meinem Kanal vorbeischauen, ne? Bis dann, tschüssi!